Hallo, ich heiße Patri Nemes. Ich bin in Kiel geboren und aufgewachsen und bin jetzt seit circa 6-7 Monaten in Kolumbien, in Bogotá. Und ich bin 28 Jahre alt. Ich habe hier in Nueva Lengua für 3 Monate studiert, quasi die Sprache gelernt. Und bin jetzt hier in Bogotá, weil ich hier gerne bleiben würde. Also ich liebe Kolumbien, ich liebe das Land, ich liebe die Kultur und deswegen würde ich gerne 1, 2, 3 Jahre, je nachdem was sich ergibt, hier leben und arbeiten. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und erste Arbeitserfahrung in Europa gesammelt und würde jetzt gerne hier weitere Erfahrungen sammeln. Wenn ich jetzt an Kolumbien denke und mich frage, woran denke ich als erstes? Vor 2 Jahren bin ich durch Kolumbien gereist, beziehungsweise durch Südamerika gereist und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich mich hier in Kolumbien sehr wohl fühle und wollte dementsprechend bleiben und habe deswegen angefangen, Spanisch zu lernen, damit ich hier auch arbeiten kann. Als ich durch die Länder gereist bin, fand ich es natürlich überall sehr interessant und die ganze Kultur ist komplett unterschiedlich, aber in Kolumbien, besonders in Kolumbien, habe ich mich direkt willkommen gefühlt und habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich mich hier geistig, also auch persönlich weiterentwickeln kann und viel von der Kultur mitnehmen kann. Einer meiner Lieblingsgerichte hier ist einmal Ajiaco, was sehr lecker ist, eine sehr spezielle Suppe von hier. Und generell haben wir hier sehr viele verschiedene Gerichte, immer mit Reis, was sehr, sehr lecker ist. In Bogotá finde ich generell die Zona T sehr schön, da auch Parque Noventa y Tres. Das sind 2 Orte, die ich sehr gerne mag und wo man sich schön entspannen kann. Ja. Ich finde generell die Küste sehr schön, es ist immer warm, die Temperatur des Wassers ist sehr schön, also generell weiter zu empfehlen. Einmal die Küste zu bereisen. Eine Tanzkultur, also die Kolumbianer, die tanzen sehr viel und haben auch wirklich, die haben das von klein auf. Und wenn ich an Kolumbien denke, denke ich direkt an Tanzen. Weil, wie gesagt, als ich dann mal reisen war und in Kolumbien angekommen bin, habe ich mich hier sehr, sehr wohl gefühlt und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich will hier jetzt erstmal ein bisschen leben und Erfahrungen zu sammeln und ein bisschen mehr von der Kultur zu leben. Also Nueva Lengua wurde mir weiterempfohlen von einem Freund, der schon seit 2 Jahren hier Kolumbien wohnt und hat gesagt, das ist eine der besten Sprachschulen. Und ja, genau, als ich dann angefangen habe, muss ich echt zugeben, dass ich extrem schnell extrem gute Fortschritte gemacht habe. Und ich war schon in anderen Sprachschulen, wo ich teilweise 3 Wochen weniger gelernt habe als hier in einer Woche. Ich empfehle auf jeden Fall Nueva Lengua weiter. Wenn ihr Spanisch schnell in einer kurzen Zeit lernen wollt oder generell euer Spanisch verbessern möchtet, dann ist diese Schule weiter zu empfehlen. Die Professoren sind alle ausgebildet. Die machen das schon seit Jahren und wie gesagt, ich war in 4 verschiedenen anderen Sprachschulen und ich habe auch nie so schnell so gute Fortschritte gemacht. Deswegen Sprachschulen Nueva Lengua ist auf jeden Fall weiter zu empfehlen.